Kurze historische Einführung. Die älteste Erwähnung des Praters findet sich in einer Urkunde aus dem Jahre 1162, in der Kaiser Friedrich I. Barbarossa Grundstücke zwischen der Schwechat und der Donau bei Manswörth, die Pratum genannt werden, einem Adeligen namens Konrad de Prato schenkte. Die nächste Erwähnung findet sich in einer Urkunde aus dem Jahre 1403. Herzog Albrecht IV. Belehnt die Gemeinde Stadtlau mit den drei Auen Segengrund, Scheiben und Prater, alle Teile des heutigen Praters. Ende des 15. Jahrhunderts wird der Name unter dem Ungarn Matthias Corvinus umgewandelt in Bardea. Kaiser Maximilian I. gibt der Au einige Jahre später ihren alten Namen zurück. Der Prater war früher ein relativ unberührter Auwald. Im Gebiet hatten zunächst mehrere Eigentümer Besitzungen. Ab 1444 sind die Augustiner als Besitzer einiger Gründe im Prater nachweisbar. Später erben die Jesuiten im Prater zwei Grundstücke. Die Jesuitenwiese erinnert noch daran. Um eine Direktverbindung zwischen dem kaiserlichen Palais Augarten und dem Jagdgebiet des Hofes im Prater herzustellen, wird im Jahre 1538 die schnurgerade Hauptallee angelegt. ...1560 bemüht sich Erzherzog Maximilian, ab 1564 Kaiser, erfolgreich viele dieser Gründe zu erwerben, um ein zusammenhängendes, umzäuntes Jagdrevier anzulegen. Der Prater dient zu dieser Zeit ausschließlich dem Jagdvergnügen des jeweiligen Monarchen und seines Hofes. Kaiserin Maria Theresia gestattet schließlich ausgewählten Mitgliedern des Adels das Betreten des Praters. Nur die Hauptallee und einige Seitenwege durften begangen oder mit Kutschen befahren werden. Am 7. April 1766 gibt Kaiser Joseph II. Als Mitregent Maria Theresias den Prater zur allgemeinen Benutzung frei. Joseph II. Genehmigt auch die Ansiedlung von Kaffeesiedern und Wirten. Der Grundstein zur Entstehung des Vergnügungsparks Wurstelprater ist gelegt. Kurzer Einschub. Der Prater ist geteilt in den Volksprater, volkstümlich Wurstelprater, und in das Landschaftsschutzgebiet. Wir wenden uns zuerst dem Volksprater, dem Wurstelprater, zu. Der Wurstelprater verdankt seinen Namen einer Figur des Volkstheaters, dem von Josef Anton Stranitzky kreierten Hans Wurst. In der Zeit der Aufklärung im späten 18. Jahrhundert werden diese volkstümlichen Bühnen von den Marktplätzen innerhalb der Stadt vertrieben und finden ihm von Josef II. 1766 für die Allgemeinheit freigegebenen Prater neue Standorte. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts überschreitet der Wurstelprater die Ausstellungsstraße nach Norden. Einige Vergnügungsbetriebe siedeln sich in der Venedigerau an, am prominentesten der Zirkus Busch. Der Vergnügungspark Venedig in Wien ist einer der ersten Themenparks der Welt. Er wird am 18. Mai 1895 im Wiener Prater eröffnet.
anders als der Name vermuten lässt, befindet sich die Anlage nicht auf der Venediger Au, sondern südlich auf dem Gebiet der Kaiserwiese. Die Nutzung des zwischen Praterstern, Ausstellungsstraße und Prater Hauptallee gelegenen Kaisergartens als Ort einer Vergnügungseinrichtung geht auf die Jahre 1890-91 zurück, als Kaiser Franz Joseph I. sowie seine beiden Brüder Karl Ludwig und Ludwig Victor die Liegenschaft an eine englische Investorengruppe verkaufen, für deren Projekt der Librettist Camillo Walzel als Generaldirektor fungiert. In den folgenden Jahren errichtet der Unternehmer Gabor Steiner gemeinsam mit dem Architekten Oskar Marmorek, unterstützt vom Schriftsteller und Journalisten Ignaz Schnitzer, auf dem Gelände eine 50.000 Quadratmeter große bauliche Anmutung Venedigs. Das Projekt ist ein Riesenerfolg, das Menschen aller Schichten in Massen anzieht. Wir gehen heute Abend nach Venedig, ist ein Spruch dieser Zeit. Jährlich zur Sommersaison wird der Park um eine neue Attraktion erweitert. So kommt etwa 1897 das heutige Wahrzeichen des Praters, das Riesenrad, hinzu. Nach der Errichtung von Venedig in Wien wird in den Jahren 1896 bis 1898 der sogenannte Dogenhof in der Praterstraße als Hotel nach dem Vorbild des Cadoro in Venedig entworfen und erbaut. Heute ist es ein Zinshaus. Trotz der jährlichen neuen Attraktionen lässt die Begeisterung der Wiener bereits nach 5 Jahren nach, so dass das künstliche Venedig nur etwa 6 Jahre besteht. Der Feuerwerksplatz ist die Verbindung zu einem weiteren spannenden Thema. Johann Georg Stuwer kommt als Feuerwerker 1773 nach Wien. Noch im selben Jahr erhält er von Maria Theresia das Privileg zur Abhaltung von Feuerwerken. Eine Wiese nördlich der späteren Ausstellungsstraße wird ihm zugewiesen. Am 27. Mai 1774 brennt er sein erstes Feuerwerk ab. Bis zu 25.000 Menschen besuchen bei gutem Wetter die Feuerwerke. Am 6. Juli 1784 gelingt Johann Georg Stuwer auf seinem Feuerwerksplatz ein Aufstieg mit einem von ihm selbst entwickelten Heißluftballon. Es ist der Beginn der bemannten Luftfahrt in Österreich. ...1898 wird in der Leopoldstadt die Stuwerstraße nach ihm benannt. In der Folge wird der Stadtteil zwischen der Venediger Au, der Ausstellungsstraße, der La Salle-Straße und dem Handelsquai Stuwerviertel benannt. Aber weiter zur Ballonfahrtgeschichte. 1791. Jean-Pierre Blanchard gelingt am 6. Juli die erste Freiballonfahrt ausgehend vom Prater. Es ist sein insgesamt 38. Aufstieg. Nach einem einstündigen Flug landet er in der Nähe von Großenzersdorf. Der erste Fallschirmspringer, der im Prater am 29. Oktober 1804 von einem Ballon aus herabschwebt, ist eine Sensation. Der Star Etienne Caspar Robert alias Stefan Caspar Robertson. Als erste Frau auf der Feuerwerkswiese springt Elise Garnierin am 22. August 1826 mit dem Fallschirm aus einem Ballon ab. Im Zuge der Vorbereitung für die Weltausstellung 1873 muss 1871 auf behördlichem Befehl das Feuerwerksgerüst und die Tribüne abgetragen werden. Das Thema Wiener Weltausstellung 1873
ist ein eigenes Thema und sprengt den Rahmen Prater. Dazu gibt es ein eigenes Video. Im Rahmen der Schlacht um Wien wird der Wurstelbrater Anfang April 1945 nahezu vollständig zerstört. In den folgenden Jahren wird er neu errichtet bzw. wieder aufgebaut, wobei der Teil in der Venedigerau nicht mehr einbezogen wird. Wir verlassen den Wurstelbrater und besuchen die sogenannte Praterlandschaft bzw. die Praterauen. Bis 1765 ist der Prater ein weitgehend unberührter Auwald. Bezeichnet man ursprünglich nur eine kleine Insel in der Donau als Prater, wird im Laufe der Jahrhunderte der Begriff auch für die angrenzenden Auen verwendet. Um eine Direktverbindung zwischen der kaiserlichen Favorita in Augarten mit dem Jagdgebiet im Prater herzustellen, wird im Jahre 1538 auf Anordnung von Kaiser Ferdinand I. die schnurgerade Hauptallee angelegt. Bis 1867 ist die Allee, ihr ursprünglicher Name ist Langer Gang, vom Heustadelwasser unterbrochen. Seit 1867 führt die Hauptallee durchgehend vom Praterstern bis zum Lusthaus. Das Lusthaus wird erstmals erwähnt 1560 als Casa Verde, das grüne Lusthaus. Doch dazu später. Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts ist die Allee ein beliebtes Ausflugsziel für den Wiener Adel. Ab 1886 veranstaltet Pauline von Metternich den Blumenkorso. In den folgenden Jahren ist der Blumenkorso ein fester Bestandteil des Frühlingsfestes. Für die Arbeiterbewegung ist die Allee ein beliebter Aufmarschplatz. Der 1. Mai-Aufmarsch Österreichs findet, in ganz Europa beachtet, am 1. Mai 1890 statt. Circa 100.000 Arbeiter ziehen in den Prater. Es ist die größte Kundgebung, die Wien bis dahin je erlebt hat. Wir beginnen unseren Weg in das Naturschutzgebiet Prater beim Prater Stern. Von 1859 bis 1959 überquert die Verbindungsbahn zwischen Nord- und Südbahnhof die Hauptallee kurz vor dem Praterstern. Wenige Schritte weiter erreichen wir das Vivarium, ein Schauaquarium. Zur Wiener Weltausstellung im Neorenaissance-Stil nach Plänen des Zoologen Alfred Brehm gebaut. 1903 wird es unter dem Zoologen Hans Leo Pritschibram in eine experimentelle biologische Versuchsanstalt umgewandelt, in der auch der Biologe Paul Kammerer und kurzzeitig Alma Mahler-Werfel tätig sind. Im April 1945, in der Endphase des Kampfes um Wien, wird das Gebäude zwischen dem 9. und 11. April 1945 in Brand geschossen. Es bleibt nur eine Ruine übrig. Anschließend an das Vivarium reihen sich drei Kaffeehäuser aneinander. Hauptanziehungspunkt der Lokale sind die Morgenkonzerte. Neben Militärmusikkapellen spielen Johann Strauss Vater und Sohn, Eduard Strauss, Karl Michael Zierer und Josef Langer auf. Die Pratergesellschaft ist gemischt, teils sehr nobel, teils einfach. Die Erfrischungen werden meist auf Silber- und Goldtabletten serviert. Den Cafés gegenüber liegt der Konstantinhügel, eine 7 Meter hohe Erhebung. Der Hügel entsteht im Zuge der Aushubarbeiten der Rotunde anlässlich der Weltausstellung 1873.
Benannt ist der Hügel nach dem Obersthofmeister Konstantin zu Hohenlohe Schillingsfürst, der an der Bauleitung der Weltausstellung mitgewirkt hatte. Auf der Erhebung befindet sich bis 1977 ein Restaurant. Erbaut vom Obersthofmeisteramt wird das Lokal vom Pächter Eduard Sacher am 1. Mai 1871 eröffnet. Die Geschichte des Restaurants ist wechselvoll, bis schlussendlich 1977 von unbekannten Tätern feuergelegt wird und die Baureste abgetragen werden. Das Heustadelwasser ist ursprünglich ein durchgehender Donauarm in den Donauauen. Zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit nach dem Preußisch-Österreichischen Krieg 1866 wird ein Teil des Heustadelwassers zugeschüttet und planiert, sodass die Hauptallee seit 1867 durchgängig vom Praterstern zum Lusthaus verläuft. Seither ist das Heustadelwasser geteilt in ein oberes und ein unteres Heustadelwasser. Schlussendlich erreichen wir das Lusthaus. Nach der Öffnung des Praters für die Bevölkerung 1766 wurde das Lusthaus in den Jahren 1781 bis 1783 neu erbaut. Im 19. Jahrhundert war das Lusthaus wie der gesamte Prater beliebter Treffpunkt von Adel und Bürgertum. Im Zweiten Weltkrieg wurde das Lusthaus 1944 und 1945 durch Bombentreffer nahezu vollständig zerstört. Im 1948 wird der Beschluss zum Wiederaufbau gefasst.